Hakan, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Grüß dich. Hi. Moin, hi, ich bin Joanna. Freut mich, dass wir uns hier so öffentlich auf diesem Kanal kennenlernen. Vielleicht zwei Worte zu uns, zu dem, was wir hier machen, und dann würde ich das Mikro an dich übergeben. Wir sind hier auf dem Kanal der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Du sprichst mit uns als der jungen DGAP, also allen Menschen unter 35, die sich innerhalb der DGAP als Mitglieder engagieren. Ich bin Joanna, Co-Vorsitzende des Vorstands der jungen DGAP und eine der Mitinitiatorinnen dieser Reihe Junge DGAP fragt, in der wir mit jungen, außenpolitisch interessierten Kandidatinnen und Kandidaten zu ihrer Motivation zu kandidieren sprechen. Wir nehmen dich jetzt einfach mal mit in diese junge Zielgruppe. Ich hoffe, du fühlst dich davon jetzt nicht falsch eingestuft. Wenn doch, dann schrei bitte. Und freue mich riesig, dass du da bist. Insbesondere, weil wir auch schon mit dem Andreas gesprochen haben, der ja mit dir im gleichen Wahlkreis um das Amt, ja, weiß ich nicht, buhlt, wirbt, Stimmen wirbt. Und es ist total spannend zu hören, was deine Ideen sind. Von daher gern an dich. Wer bist du? Was machst du? Und wohin willst du? Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin ja ein Jahr, glaube ich, älter. Also 36 bin ich, also insofern fühle ich mich noch dem Begriff jung noch verbunden und natürlich auch euch. Bin aber auch innerhalb der Partei nicht mehr, zähle nicht mehr zu den Jusos, da endet es ja auch mit 5 Jahren. Zu mir selbst, genau, ich kandidiere hier in Neukölln für den Bundestag. Es ist meine erste Kandidatur und ja, setze mich für die klassischen sozialdemokratischen Themen vorwiegend ein. Hier in Neukölln, wir haben ja schon einige soziale Verwerfungen hier in dem Bezirk. Beispielsweise jedes zweite Kind wächst in Armut auf. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn ein Kandidat hier dann auch diese Probleme versucht zu lösen. Beispielsweise durch die Kindergrundsicherung, dass wir Hartz IV überwinden, einen 12-Euro-Mindestlohn. Dafür kämpfe ich. Aber ich kämpfe natürlich auch für eine soziale Klimapolitik. Da werde ich auch gleich nochmal was zu sagen, welche außenpolitische Komponente das vielleicht noch hat. Sonst zu meiner eigenen Geschichte. Ich komme aus einer GastarbeiterInnenfamilie. Mein Großvater ist 1970 in dieses Land gekommen. Als Gastarbeiter, weil er ja arm war und er wollte seiner Familie ein besseres Leben ermöglichen und ist hier hingekommen, hat Straßen und Häuser gebaut und war immer dankbar, ein Teil dieses Landes zu sein. Und 50 Jahre später stehe ich hier als sein Enkel und kandidiere für den Bundestag und will auch etwas zurückgeben und Verantwortung übernehmen für dieses Land. Das ist vielleicht so kurz meine Geschichte, was ich studiert habe: Politik, Philosophie und BWL. In Politik tatsächlich auch vergleichende Regierungslehre vorwiegend, also in dem Bereich. Und in Istanbul habe ich auch ein Jahr studiert, Erasmus, da habe ich internationale Politik gemacht. Da ist das Fach einfach International Relations. Also, Ja, wie häufig ja, wenn man so im englischsprachigen oder auf Englisch studiert, heißt es dann einfach, ah ja, voll. und als ich mich darauf vorbereitet habe, auf dieses Gespräch, ist mir nochmal so eingefallen, dass man ja so als Kind eigentlich vieles mitbekommt, was so außenpolitisch sehr relevant ist. Und auch innenpolitisch natürlich. Ich kann mich daran erinnern, wie die Mauer gefallen ist. Ich kann mich an den ersten Golfkrieg erinnern. Also man bekommt es über das Fernsehen mit, aber das bekommt man als Kind mit, wenn man mal zurückdenkt, diese Bilder von Voll. Panzern. Genauso wie der NATO-Einsatz 1999 gegen Serbien. Afghanistan 2001, 2003, der Irakkrieg. Es ist spannend, wenn man mal kurz zurückblickt, wie unruhig auch diese Welt ist und auch beunruhigend, dass man das als Kind auch mitbekommt und dass man eigentlich aufwächst und sehr viel Außenpolitik eigentlich die ganze Zeit um eine Person drumherum ist. Schade, dass es im Wahlkampf gerade nicht so eine ganz große Rolle spielt, glaube ich. Kurz war es wegen Afghanistan kurz nochmal oben, aber es ist sonst nicht das Thema, glaube ich, momentan. Auch was Corona-Pandemie und so weiter. Das vielleicht so zur Herleitung.
sonst meine Vision, klar, eine ja, friedlichere Welt, eine gerechtere Welt, wie man da hinkommt, also eine klimaneutrale Welt. Da ist es so, ich glaube, dass Deutschland weiterhin an dem Multilateralismus festhalten muss, den wir da auch schon seit, ja, seit den Anfängen der Bundesrepublik auch vorangebracht haben. Wir müssen EU stärken, auch die Institutionen, das Europäische Parlament mit Wirkungsrechte stärken. Ich bin dafür, dass wir diesen Klimaclub-Gedanken weiterführen auf außenpolitischer Ebene, dass wir mehr Länder mit einbinden. Und ich bin auch dafür, dass auch Außenpolitik vielleicht auch diverser sein kann. Ich war der Geschäftsführer von Deutsch Plus und da weiß ich auch, dass zum Beispiel die BeamtInnen oder die DiplomatInnen, AnwärterInnen vorwiegend ja auch jetzt nicht so heterogen sind wie dieses Land beispielsweise. Wäre auch nochmal, glaube ich, ein interessanter Punkt zusätzlich. Vielleicht noch so und genau. Jetzt war es vielleicht zu lang. Nee, super, weil du hast ungefähr das gesamte Spektrum aufgeschnitten, angesprochen. Das ist natürlich auch bewegt. Vielleicht sozusagen ein Gedanke, der mir auch gerade kam und jetzt, wo sich ja auch 9/11 gerade zum 20. Mal gejährt hat. Du hast total recht. Also um uns herum ist halt seit unserer Kindheit, jetzt mal hier allgemein gefasst, so viel passiert. Und gerade 9/11 als dieses krass einschneidende Erlebnis, wo ja jeder von uns eigentlich sagen oder noch weiß, da war ich dort und dort. Und die meisten assoziieren es irgendwie mit, sie kamen aus der Schule und irgendwie bei der Fernseher an, es lief nur diese Bilder. Was ja ein so krass einschneidendes, außenpolitisches Erlebnis war und ja auch unsere ganze Zeit seitdem maßgeblich prägt mit allem, was wir sehen, inklusive der schrecklichen Bilder aus Afghanistan in den vergangenen Wochen. Aber vielleicht nochmal 3 Schritte zurück und weil wir vor allem ja auch ein Mitgliedernetzwerk sind voller Menschen, die auch selber überlegen, hey, ich finde Politik total spannend, was könnte ich denn vielleicht mal machen? Wie war denn bei dir so dieser Werdegang zu sagen, ich habe diese Biografie, ich interessiere mich, ich studiere das mal. Wo war für dich der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, ich trete da jetzt in diese Partei ein und dann auch schließlich gesagt hast, ey, ich kenne die jetzt wirklich? Ja, es gibt halt nicht diese eine Anekdote, wo ich sage, so, das war jetzt der Punkt, der Fußballclub musste geschlossen werden oder der Platz, mich dann entschieden, politisch zu werden oder sowas, sondern es ist echt ein Prozess. Ich glaube, von der Kindheit an, ich kann mich daran erinnern, dass mein Großvater immer, ich weiß nicht, um 18 Uhr oder 20 Uhr immer WDR-Radio gehört hat, auf Türkisch. Mhm. Und also der hat wirklich, glaube ich, morgens bis abends Nachrichten geguckt, als er dann Rentner war. Ich glaube, das hat mich ein bisschen auch geprägt, dass ich irgendwie wusste, dass Politik wichtig ist. Aber ich habe auch als Kind erlebt, dass es Unterschiede gibt, dass beispielsweise bei mir im Viertel viele türkeistämmige Kinder waren und in der Mitte unserer Wiese war so ein Gartenzaun und auf der anderen Seite lebten halt Menschen, die keine Migrationsgeschichte hatten, die Balkone hatten große, also die Häuser sahen schon einfach anders aus. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine prägende Sache, wo man sagt, okay, da gibt es Unterschiede. Und sind die denn okay oder nicht? Und da fängt man so ein bisschen an, so langsam politisch zu werden. Ich habe dann später viele philosophische Bücher gelesen, habe ja auch danach später Philosophie studiert und während meines Studiums ja auch natürlich immer politisch gewesen, aber ich war nicht politisch aktiv. Ich habe noch diesen Ansatz gehabt, ich muss neutral sein, weil ich habe mich als Wissenschaftler verstanden und habe gedacht, nee. Aber dann, als ich dann in Istanbul war, vor 11, 12 Jahren, dachte ich, ich muss jetzt aber auch irgendwas machen. Ich muss auch Verantwortung übernehmen. Ich kann jetzt nicht nur einfach irgendwelche Analysen schreiben. Und bin dann irgendwann nach Berlin gezogen und hier vom ersten Tag an politisch aktiv gewesen. In Parteien, aber auch in beispielsweise Deutsch Plus oder neue deutsche Medienmacher, die sich für eine plurale Gesellschaft einsetzen. Und ich glaube, hier ist es schwer, nicht politisch zu sein, so, weil es gibt so viele Angebote und ich fand das einfach schön und bin einfach dran geblieben. Bin 10 Jahre jetzt hier sehr aktiv, aber letztendlich musste ich mich auch natürlich ja auch ja
durchkämpfen, weil es ist, ich glaube, für alle ist es nicht leicht, ein Bundestagskandidat zu sein, als Bundestagskandidat aufgestellt zu werden. Es ist bei mir in dem Fall gab es natürlich auch eine Mitkandidatur innerhalb der Partei und ja und selber in der Partei natürlich auch nochmal da seine Überzeugungen oder seine Meinung durchzusetzen oder Kooperationen zu finden, um Positionen durchzusetzen. Das ist auf jeden Fall schon meistens ein Kampf, aber das gehört innerhalb der Partei dazu. Aber ich habe für mich irgendwann vor 3 Jahren gesehen, ich komme damit klar. Es ist nicht so, mich triggert. Also meistens ist es ja so, wenn man irgendwie zum Beispiel kritisiert wird oder so, dass man dann vielleicht komisch reagiert. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da ein bisschen die Ruhe bewahren kann und dann dazu, dass das dazu beiträgt, dass es eine Versachlichung gibt und dass man dann erst recht kooperieren kann miteinander. Und das hat mir irgendwie cool. Ich traue mir das zu, so einen, ja, so eine stressige Aufgabe auf mich zu nehmen. Und der letzte Punkt, ein philosophischer Punkt. Ich will, wenn ich mit 80, 90 irgendwo bin, zurückgucken und sagen, ich habe ein sinnvolles Leben geführt. Und da die Politik als auf jeden Fall einen Pfeiler für mich persönlich. Das ist auch noch so die antreibende Kraft. Super spannend. Ich habe da auch gleich mal zwei, drei Rückfragen zu. Ich möchte aber auf jeden Fall unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch animieren, gerne noch Fragen an sich auch mit in den Chat zu stellen. Die nehmen wir super gerne mit auf. Also schießt los, fragt Hakan alles, was ihr möchtet. Du hast es ja auch schon angeschnitten, es gibt viele Themen, die dich bewegen und du hast auch einen super spannenden Wahlkreis, in dem du dich ja auch bewegst, ja auch gerade mit Blick auf Außenpolitik, Innenpolitik, mit Blick aber auch auf die Demografie, ganz spannende Herausforderung. Ich habe da nochmal so eine wichtigere persönlicher Punkt auch. Deine Partei hat ja auch einen großen Aufschlag gemacht dazu, dass sie sich diverser aufstellt. Es gibt einen großen, sagen wir, viel Kommunikation auch drumherum, dass ihr eine bunte Kandidatengruppe, Kandidatinnen und Kandidatengruppe seid, mit vielen verschiedenen Hintergründen. Du selbst gehst ja auch sehr offen mit einem eigenen Migrationshintergrundgeschichte um. Ganz selbstverständlich, selbstbewusst würde ich jetzt so interpretieren. Gleichzeitig gibt es in unserer Gesellschaft diese sehr logische, klare Tatsache, hey, wir sind ein Einwanderungsland, wir sind bunt, natürlich müssen wir auch bunt im Bundestag sein. Und es gibt diese Gruppe, für die das, oder die Gruppe in der Gesellschaft, für das total klar ist. Also außer Frage, ist überhaupt gar kein Fragezeichen mehr. Und gleichzeitig gibt es halt Leute, und ich habe natürlich auch im Vorfeld ein bisschen geguckt, wie kommunizierst du, aber was wird auch über dich gesagt, die einfach diesen einen Punkt nehmen und das als so eine Generalkritik an dir nehmen. Und das finde ich irgendwie total krass, weil ich mir so, also für mich, ich würde mich jetzt eher diesem ersten Lager zuordnen, das ist total klar, du hast Inhalte, die bringst du mit, du willst in deinem Wahlkreis gewinnen. Wie fühlst du dich, wenn du merkst, da gibt es Leute, die dich halt einfach darauf runter reduzieren, auf diesen einen Aspekt, der Versachlichung total entgegentritt, sondern eigentlich emotionalisierend ist und auch von deiner Qualifikation wegweist und hin zu einem Merkmal deiner Person geht. Ja, also so wie ich auch auf Twitter reagiert habe, ich habe einfach erklärt, wofür ich dann stehe. Also es war die Frage, okay, da tritt jetzt jemand an und der sagt, er hat einen Migrationshintergrund, deshalb soll man ihn wählen. So wurde es verkürzt, ein Video auf Twitter von einem Redakteur von der Welt. Und ich habe einfach darauf reagiert und habe gesagt, nee, gucken Sie sich gerne die Videos davor an oder meine Webseite und dafür stehe ich und habe natürlich eine Migrationsgeschichte. Also jeder Mensch hat eine Geschichte und ich finde auch, dass PolitikerInnen auch ja auch natürlich erzählen können, wer sie sind, woher sie kommen. Also es muss nicht immer dann die Migrationsgeschichte sein, aber es ist ein Teil von mir und ich glaube, um mich kennenzulernen, um zu wissen, wer ich bin, gehört das schon dazu, dass man das auch mal dann vermittelt und sagt, das ist ein Teil von mir, genauso wie natürlich meine Themen. Und so, wie ich das jetzt gerade ja, uns allen gerade nochmal berichte, so habe ich das auch auf Twitter gemacht und hatte das Gefühl, dass das dann auch irgendwie bei manchen dazu beigetragen hat, okay, dass man sagt, ich verstehe ihn und gut ist. Ich halte nichts davon, das merke ich auch hier in Neukölln,
es gibt ja auch Menschen, die sofort reagieren, sagen, okay, es, also bin ich, also ich reagiere nicht sofort mit Gegenvorwürfen. Das ist nicht so mein Ziel. Ich versuche schon, den Raum für Dialog weiter offen zu halten, sofern ein Raum grundsätzlich da ist, und versuche zu erklären, warum ich Sachen mache. Sage aber auch ganz klar, wenn eine Person sagt, geh in dein Land und kandidiere dort, dann sage ich aber auch, dass das eine rassistische Argumentation ist. Das sage ich auch wiederum. Aber wenn jemand irgendwie sich die Frage stellt, warum ich ein Video poste, in dem ich sage, dass wir eine Migrationsgeschichte haben, versuche ich der Person das erstmal zu erklären. Und ich habe ja hab viele Menschen erreicht, hier in Neukölln sprechen mich, haben mich gestern auch viele angesprochen darauf und haben auch gesagt, Solidarität mit dir. Und das fand ich auch ganz gut. Sehe aber nicht als Geschenk. Also es gab auch Leute, die gesagt haben, das ist doch jetzt ein Geschenk, weil das ist Werbung für dich, weil jemand darauf reagiert hat, vielleicht anders tickt als du. Ich sehe solche Sachen nicht als Geschenk. Man weiß ja nicht, was passiert immer. Es ist unnötig, aber wenn sowas kommt, dann reagiere ich darauf natürlich, aber versuche da das zu erklären und den Dialog aufrechtzuerhalten. Ja, ja, verstehe ich total. Vielen Dank für die auch persönliche Erklärung. Du hattest es ja auch schon angesprochen, Neukölln als Wahlkreis. Die Themen, die häufig aufkommen, drehen sich ja um solche Sachen wie Integration, Inklusion, aber auch politische Bildung, auch auf vielleicht eine Bewusstseinsschaffung für, was sind deine Rechte, aber auch Pflichten, wenn du in Deutschland wohnst, aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft hast oder erhältst. Was sind denn Themen, von denen du sagst, die sind auch außenpolitisch relevant, die die Menschen in deinem Wahlkreis beschäftigen, die sie dir auch mitgeben? Du bist ja viel auch in Interaktion mit den Menschen. Also natürlich, falls du darauf anspielen solltest, natürlich ist Nahost ein nicht ein Problem, sondern auch ein Thema hier. Vor allem, wenn ich jetzt auch Podiumsdiskussionen habe. Wir haben eine palästinensischstämmige Community hier, eine arabischstämmige Community in Neukölln. Und ich kann das natürlich nachvollziehen, dass das Thema ja, relevanter ist in Neukölln als jetzt, weiß ich nicht, in Krefeld oder so. Ne? Und dieses Thema, genau, diskutiert man, man ist da im Dialog. Und letztens wurde ich gefragt, wie ich den Nahostkonflikt lösen möchte. Und dann habe ich halt, ich bin ja auch ehrlich, und dann sage ich nicht einfach irgendwas und sage so, weiß ich nicht, wir müssen das und das stoppen, sondern ich sage auch ganz ehrlich, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, wie wir gerade den Nahostkonflikt lösen können. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber klar gibt es Maßnahmen, die dazu eher beitragen würden, aber die Antwort gibt es darauf nicht. Und das sage ich auch ganz klar. Politische Bildungsarbeit, hattest du gerade gesagt, ganz wichtig. Es gibt hier auch außerschulische Bildungsprojekte wie Dialog macht Schule, die auch zum Beispiel solche Themen auch anfassen in der Schule und miteinander mit den Kindern diskutieren, aber aus verschiedenen Perspektiven. Also und so gemeinsam ein Verständnis dafür zu bekommen, was in diesem Konflikt los ist. Das finde ich ganz gut, dass man mehrere Perspektiven einnehmen kann, dass man in den Dialog tritt. Und ich versuche auch hier immer das, sofern das geht, das ist immer schwierig, natürlich immer mit einer sachlichen Stimme zu erklären, wie ich dazu stehe. Und diskutiere auch dann mit den Menschen und erzähle das ihnen auch. Und manchmal ist es natürlich so, dass die nicht gerne hören, was ich dann sage. Wenn dann zum Beispiel wird, dass Deutschland irgendwie nicht Israel, also nicht kritisch auch gegenüber der Regierung Israels sein kann, dann sage ich denen schon, es gibt UN-Resolutionen, beispielsweise aus dem Dezember 2016, wo auch Deutschland zum Beispiel den Siedlungsbau kritisiert. Falls solche Sachen kommen, ja, dann versuche ich immer wieder dann doch zu erklären, dass das so nicht stimmt. Und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das kommt auch an. Und genau. Aber es ist eine schwierige Diskussion überall. Ja.
Super, super schwer und ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich persönlich komme aus einer deutsch-polnischen Familie und ich meine, das deutsch-polnische Verhältnis hat ja auch seine Höhen und Tiefen, aber auch heutzutage viel Unverständnis auf der einen oder anderen Seite. Und ich finde das total spannend, auch zu überlegen, sowohl die innenpolitische Dimension von, wie wird mit Menschen umgegangen, die mit einem Hintergrund, mit einem Migrationshintergrund in Deutschland leben, wie wird auf sie geschaut, aber auch, wie gucken diese Menschen auch auf die Regierung und auf Deutschland an sich und seine Handlungen wiederum in dem Land, wo man herkommt oder wo man Menschen kennt oder wofür man sich interessiert. Also ich finde das eine total spannende Brücke. Ich weiß, es gibt noch eine Frage im Chat zur Bewaffnung von Drohnen. Das ist eine sehr spezifische Frage. Die würde ich vielleicht als zweite Frage nehmen vor meine erste Frage. Und zwar gibt es ein Thema, eine Policy-Initiative, etwas, wo du sagst, 27. September, ich wurde gewählt, das muss jetzt sofort passieren. Auf außenpolitischer Ebene. Beispielsweise, wenn es etwas anderes gibt, das dich noch viel mehr bewegt, dann auch gerne her damit. Also, ich bin, also, oder ich kann es ja vielleicht trennen. Also, innenpolitisch hätte ich schon sehr viel Lust, dass wir sofort das Thema 12-Euro-Mindestlohn anpacken. Weil ich weiß, dass es in Deutschland 10 Millionen Menschen helfen wird. Das ist schon eine Maßnahme, die umsetzbar ist und auch, wie gesagt, so vielen Menschen direkt helfen würde, vor allem jetzt auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Ich weiß, dass viele Menschen gerade auch wegen steigender Inflation und so weiter nicht zurückkommen. Ich glaube, da könnten wir Abhilfe leisten für viele Millionen Menschen. Das wäre schon ein Herzensanliegen für mich, aber auch für viele Menschen hier in Neukölln. Die zweite Sache ist tatsächlich auf außenpolitischer Ebene, aber es ist nur eine Sache, es sind tausend andere Sachen noch. Es ist ja so, dass ich mich hier auch also in Deutschland natürlich für eine starke soziale Klimapolitik einsetze. Wir haben das Klimaschutzgesetz, dass wir bis 2045 klimaneutral sein wollen. Gerne auch früher, wenn wir das schaffen, setze ich mich da definitiv dafür ein. Es ist ja so, dass man eigentlich bis 2032 klimaneutral sein sollte. Wie man da hinkommt, das ist kompliziert auf jeden Fall, weil auch schon alleine 2045 sehr anspruchsvoll ist. Das aber Seite. Ich will aber auch den globalen Ansatz da nicht vergessen. Deutschland ist ja für 2% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir haben 40 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen auf der Welt jedes Jahr, so ungefähr. Und Deutschland ist verantwortlich für 750 Millionen Tonnen. Das sind 1,7 oder 2%. Deshalb ist es wichtig, dass wir natürlich als Vorbild vorangehen, aber auch schauen, dass wir die anderen Länder mit ins Boot holen. Und da ist dieser Klimaclub schon ein interessanter Vorschlag von Olaf Scholz, was diesen internen Blick auf die Klimapolitik nochmal ergänzt um diesen globalen Blick, was ja ganz wichtig ist. Und wenn wir mit den USA, mit der EU gemeinsam beispielsweise diesen Klimaclub aufbauen, und dann ganz klar machen, dass es Zölle gibt für Produkte, die mit CO2-starken Mitteln irgendwie aufgebaut worden sind, dann glaube ich, dass es eine Lenkungswirkung geben kann, vor allem in Richtung China. Man nennt den auch den California-Effekt, weil Kalifornien mal irgendwie in den 70er Jahren damit angefangen hat, quasi Normen aufzubauen. Und wenn man da irgendwie was verkaufen wollte, war klar, dass man sich daran halten muss. Ich finde diesen sehr spannend und sehr wichtig und würde den auch nochmal stärker voranbringen wollen. Ist natürlich, Außenpolitik ist immer Sache der Exekutive stärker. Aber ich weiß nicht, ich hab den Wunsch auch geäußert, einen Wunsch, dass ich in den Ausschuss komme für Auswärtiges. Falls ich da drin sein sollte, hätte ich Lust, diesen Gedanken auf jeden Fall stärker voranzubringen bei uns. Das wäre so Super. vielleicht. Ja.
Ja, und voll, deine Reaktion macht auch total Sinn. Ich kann mir das total gut vorstellen, dass man an so vielen Ecken und Enden denkt. War auch ein wenig provokant von mir gefragt. Ich gebe es zu. Dann würde ich gerne mal die Frage aus dem Chat aufnehmen, und zwar, wie du zur Bewaffnung von Drohnen stehst. Das ist jetzt auch nochmal ein sagen, runtergebrocheneres Thema, aber vielleicht hast du dazu ja auch zwei, drei Gedanken. Also, genau, zunächst will ich sagen, dass wir als Sozialdemokratie, wie wir es jetzt auch bei dem letzten Mandat gesehen haben, als wir 600 Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan geschickt haben, um Menschen dort rauszuholen, dass ich das wichtig finde und dass unsere Soldatinnen und Soldaten auch einfach gut ausgestattet sein müssen und solche Einsätze dann auch ja, gut hinzubekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich weiß aber auch, dass wir, also ich persönlich auch, es gab eine Diskussion, ich glaube, vielleicht nicht in der gesamten Gesellschaft über die Bewaffnung oder über Drohnen insgesamt. Und da hat sich ja die SPD-Bundestagsfraktion nochmal sich dem Gedanken genähert, dass wir das nochmal weiter mit der gesamten Gesellschaft diskutieren müssen. Ich sehe den Punkt, dass man sagt, okay, es wäre viel sicherer für unsere Soldatinnen und Soldaten, also die eine Argumentation. Ich sehe aber auch gerade den Punkt zu sagen, solche bewaffneten Systeme würden vielleicht auch dazu führen, wie wir das auch leider bei gezielten Tötungen gesehen haben von verschiedenen anderen Ländern, die solche Systeme nutzen, dass dann auch viele zivile Opfer ja, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Also das sind so die, sagen wir mal, die zwei großen Argumente, die ich da sehe. Und ich habe noch für mich selber noch keine Auflösung dieser zwei Argumente gefunden. Ich will aber, dass alle wissen, dass ich für eine gute Ausstattung der Bundeswehr bin. Aber in dem Punkt bin ich noch nicht zu einem abschließenden Punkt gekommen, will ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch da, auch im Zuge dessen, was wir hier auch versuchen als Gruppe, nicht nur hier in Berlin, sondern ja auch in unseren Regionen irgendwie zu beantworten oder auch immer wieder feststellen, es gibt für viele Dinge keine eine klare Antwort. Und ich glaube, genau dieses Thema in dem Themenfeld ist so kompliziert und auch vielschichtig betrachtet, mit so vielen auch Implikationen, die zumindest was mich ganz persönlich angeht, auch manchmal über meine Vorstellungskraft hinaus ja auch wirken und auch Leid verursachen, dass es häufig gar nicht so einfach ist, das so kurz und knackig runterzubrechen mit der einen oder der anderen Seite. Nochmal gerne Aufruf, stellt weiter Fragen. Ich find's super, super spannend. Gibt es denn so ein Thema, das ich jetzt auch, wo du mit den Menschen im Wahlkampf gesprochen hast, ich denke dir mal an diesen klassischen Stand, den man an Märkten und an der Straße hat, so ein Thema, das dich total überrascht hat, dass dir mitgegeben worden ist, wo du sagst, so, ha, krass, habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber stimmt, das bewegt hier die Leute total. Also es gibt verschiedene Themen tatsächlich. Also die Bandbreite ist krass und man guckt jetzt auch nicht, ob es ein kommunales Thema ist, Landesthema oder Bundesthema ist. Ich kann mal vielleicht die Bandbreite kurz aufmachen von zu viele Tauben in der Stadt. Oder, das ist ein Thema tatsächlich. Ja. Ja, bis zu, was weiß ich, Thema Afghanistan, was ist da schiefgelaufen? Also das ist so die Bandbreite und da ist auch wichtig, dass man jetzt vielleicht als jemand, der da am Stand steht, jetzt nicht immer irgendwie immer die krassesten Antworten hat, sondern es ist auch einfach mal auch wichtig, der anderen Person das Gefühl zu geben, dass man da versteht, was da los ist und das Problem auch erstmal ernst nimmt. Ich meine, du hast jetzt auch gelacht bei dem Thema Tauben, aber für die Person ist es halt wichtig, er seinen Balkon nicht mehr benutzen kann. So. Genau, und dann sprechen halt darüber und überlegen, was man da machen kann. Was weiß ich, von einer Markise oder Zaun bis zu irgendwas anderem. Genau, und dann ist es kein systemisches Problem, wo ich sagen kann, jetzt muss jetzt ein Gesetz gemacht werden, aber wo man vielleicht persönlich helfen kann und sagen kann, guck mal, da gibt es hier im Baumarkt das und das vielleicht, wo man gucken kann,
Fahrrad ist natürlich ein Riesenthema auf beiden Seiten. Da versuche ich auch zu vermitteln. Ich habe natürlich WählerInnen, die Autos nutzen müssen. Es gibt aber auch BürgerInnen, die natürlich gerne Fahrrad fahren. Ich bin gerne zu Fuß gemacht, so ich bin noch so in der Mitte. Und versuche halt zu vermitteln und zu sagen, okay, dem Autofahrer zu sagen, es ist wichtig, dass es Fahrradwege gibt, weil wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Kind Fahrrad fährst, willst du doch auch, dass da jetzt nichts passiert und die sicher fahren. So versuche ich es zu vermitteln. Und den FahrradfahrerInnen versuche ich auch zu vermitteln, okay, was ist denn, wenn diese Person in Rudow wohnt und Pflegekraft ist und ins Krankenhaus fahren muss und sie hat halt einfach gerade keine Lust, 1,5 Stunden mit dem Fahrrad zu fahren oder mit den Öffis. Deshalb ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und so, beispielsweise. Ja. Oder wenn keine Maut für diese Person geben soll, weil sie eh wenig verdient. Also ich versuche da irgendwie zu vermitteln, irgendwie eine Art von Balance zu schaffen. Manchmal gelingt es mir, manchmal ist es wirklich sehr, ich habe das Gefühl, beide reden gar nicht miteinander. Das finde ich schade und ich sehe es als Aufgabe der Politik und auch als Aufgabe von mir, jetzt auch in Neukölln, zu gucken, wie kriegt man diese Gruppen mal zusammen, wie kriegt man, also dass man mal zusammensitzt und wirklich mal sagt, was sind eigentlich Platz und Gemeinsamkeiten? Und die gibt es ja, aber sonst, aber es werden diese Unterschiede stark gemacht und dann führt das zu einer Polarisierung. Ich meine, ja. Das ist schon, es ist, ne, wenn Leute sagen, es ist ein Kulturkampf, wenn ich mir dann ein paar Gespräche anhöre, kann ich das fast schon nachvollziehen, also dass die diesen Begriff nutzen, Kampf sein. Aber gut, ist es nicht. Nee. Passt ja so ein bisschen die Krankheit unserer Zeit, um jetzt mal kurz ganz grob philosophisch zu werden, das nicht miteinander, sondern das übereinander sprechen, häufig ja leider mit sehr verhärteten Fronten auch. Wir lernen uns fast am Ende zu unserer Sitzung hier. Es soll ja eine knackige Mittagspause sein. Du näherst dich aber auch dem Ende des Wahlkampfes. Es ist ja, also ich würde es jetzt mal als Endspurt bezeichnen. Gibt es da noch Highlights für dich in den nächsten Tagen, wo du auch schon sagst, das wird immer richtig, richtig spannend, außer natürlich dem 26. Ja, also ich mache jetzt einen fleißigen Wahlkampf noch die nächsten Tage, also auch Infostände Tür zu Tür. Eine Sache gibt es jetzt noch am Sonntag um 17 Uhr auf dem Alfred-Scholz-Platz hier in Neukölln. Da habe ich auch versucht, verschiedene Gruppen miteinander zu verknüpfen. Das Theater mit dem Späti-Verein. Im Bündnis Neukölln mit antifaschistischen Organisationen und Fußballclubs, die zusammen sich jetzt dafür einsetzen, dass wir die Späti-Kultur hier in Berlin verteilen. Und das finde ich ja, einfach schön und guck einfach, was Sonntag passiert. Wir werden hoffentlich gemeinsam grillen, ein bisschen was trinken und es wird ein paar Redebeiträge geben und die Diskussion darüber, ob sonntags die Spätis hier in Berlin geöffnet werden sollen oder nicht. Und bin einfach gespannt und freue mich einfach auf diesen Austausch. Ich glaube, diese verschiedenen Gruppen gab es auch noch nicht so zusammen. Und ich finde das gut, ja, wenn einige, unter anderem ich, versuchen, diese Gruppen zusammenzubringen und einfach mal ja, sich austauschen zu lassen. Und, sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Ja. Also gleich ein Aufruf an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das mal anschauen. Sonntag Berlin-Neukölln ist the place to be. Genau. Ich bin gespannt. Klingt phänomenal. Super. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Richtig, richtig spannend. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir einen spannenden Endspurt und natürlich viel Glück für den 26. Danke, dass du dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn wir dich in Zukunft doch mal wieder einladen dürften, wenn du dann dabei bist und ein wenig berichten würdest, wie es denn im Bundestag so aussieht. Sowohl architektonisch als auch politisch natürlich. Das wäre super. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.